Vor circa 6 Monaten habe ich hier auf diesem Kanal über das Thema Flexibilität gesprochen. Einmal, was ich darüber gelernt habe, aber auch, welchen Workout ich verfolge. Den Workout habe ich bis heute so im Schnitt 5-mal pro Woche gemacht. Mal war es einmal weniger, manchmal auch einmal mehr, aber es war definitiv Konsistenz drin. So, wir gehen jetzt mal ins Voice-Over in das Video vom aktuellen Workout und wir schauen uns an, was hat's gebracht. Jetzt muss ich halt ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Vorschau, also als ich noch den Karateanzug hatte, schon ein bisschen die Erwartung gedämpft. Ich bin aber eigentlich, wenn ich mir das anschaue, mit mir doch recht zufrieden. Und das Interessante an so einem Fortschritt ist ja, man merkt ihn schlichtweg nicht, wenn man ihn nur schrittchenweise sieht und das langsam. Wenn man jetzt anschaut, wenn ich bei einigen Übungen komme, dann sieht man eigentlich, was mit Konsistenz erreichbar ist. Und wie gesagt, ich komme nicht aus einem sportlichen Background. Ich habe davor eigentlich nur Schreibtischsport gemacht und dann 2 Jahre eher schlecht Fitnessstudio. Und wenn man jetzt sieht, hey, man hat hier eine Motivation, man macht das für den Kampfsport und hat hier auch die Passion gefunden, dann ist dieser Fortschritt, der in einem halben Jahr erzielt, auf jeden Fall, wenn ich jedem sagen, gerade einsteigt oder der mit irgendeiner Übung Probleme hat, hey, hier geht's weiter. Und ich bin ja auch noch immer am Anfang von der ganzen Reise. Das ist eigentlich das Schöne. Ich bin gespannt, wenn ich sowas in einem halben Jahr nochmal mache, wo das dann am Ende auch hingeht. Tatsächlich bei der Übung, naja doch, Weiterentwicklung ist schon ganz gut, aber das war eine Übung, die lag bei mir tatsächlich immer in der Komfortzone. Die ging eigentlich von Anfang an schon recht gut. Ich mag die Übung sehr, weil sie immer genau dort zieht, wo man am wenigsten Dehnung hat, wo noch am wenigsten Flexibilität da ist. Ah ja, das war im Training, so ein bisschen Flexibilität gemacht und dann, hui, Reifen. Ich konnte nicht anders, ich musste ein bisschen damit spielen, aber das möchte ich mir auch eigentlich gar nicht aberziehen. Hier bin ich persönlich am meisten erstaunt, muss ich ganz offen sagen, weil die Übung ist mir damals sehr schwer gefallen und ich musste immer Willenskraft aufwenden, die nicht zu überspringen. Und es ist schön, hier jetzt gut an die Füße zu kommen. Mein Rekord lag tatsächlich auch daran, dass ich die Füße einmal vollständig umfassen konnte. Ist mir jetzt hier in dem Training nicht gelungen, aber wenn auch die Durchschnittsleistung so ist, bin ich zufrieden. Bei seitlich muss ich definitiv meine Form noch ein bisschen korrigieren. Das sieht nicht gut für den Rücken aus. Ist zwar gut für die Flexibilität, aber ich glaube, hier muss ich definitiv das Köpfchen noch ein bisschen anders platzieren. Wer das letzte Video geschaut hat, der weiß, das war meine persönliche Hassübung und ich war froh, wenn ich überhaupt meine Zehen unter Schmerzen berühren konnte. Und ich sehe auch hier bei meinem alten Ich in Weiß, dass ich da auch die Knie gar nicht so richtig nach unten gepackt habe. Na, obwohl, das links auch nicht optimal. Aber hier ist auf jeden Fall was erkennbar. Das weiß ich noch bei beiden. Das hat richtig schön gezogen. Ist auf jeden Fall eine tolle Übung, gerade für den Maigeri. Wenn du mit Flexibilitätstraining starten magst oder vielleicht noch ein paar Übungen für dich suchst, habe ich hier nochmal meinen Workout verlinkt, den ich zurzeit noch auf regelmäßiger Basis mache, solange bis ich ihn weiterentwickle. Kannst du gerne mal reinschauen und für dich eine Routine aufbauen, die nicht nur deine Techniken in der Kampfkunst verbessert, sondern auch deine Gesundheit gut tut.